Hey Leute, heute zeigen wir euch 10 Actionfilme, bei denen man kaum Zeit findet, Luft zu holen. Die Handlung ist eher zweitrangig, doch selbst wenn der Plot etwas flach ausfallen sollte, stört das bei guter knallharter Action nicht. Im Gegenteil, bei einem wirklich guten Actionfilm ist die Handlung geradlinig und kommt ohne Umwege zum Punkt. Zum Actionfilm gehört natürlich auch ein knallharter Held oder eine taffe Heldin, die für das Wesentliche sorgen, nämlich Action. Die 80er Jahre mit ihren überdimensionierten Actionhelden waren zweifelsfrei die goldene Zeit des Genres. Heute haben diese Rolle die Superhelden übernommen. Aber wichtig ist nach wie vor, dass es ordentlich rund geht. Das sind aus unserer Sicht die 10 besten Actionfilme, die Netflix zu bieten hat. Viel Spaß beim Video! Beginnen wir auf Platz 10 mit Fast and the Furious 5 aus dem Jahr 2011. Fast 5, so der simple Originaltitel, ist viel mehr als nur ein Feintuning der Actionfilmreihe. Dwayne Johnson schließt sich dem Team von Vin Diesel an und der Konkurrenzkampf zwischen den beiden wird in den folgenden Filmen ausgebaut. Vor allem wird aber aus den banalen Renn- und Raserfilmen ab dem 5. Teil ein spektakuläres Heist-Movie-Franchise mit sensationellen Autoverfolgungsjagden. Das ist alles. Seid ihr verrückt? Wisst ihr, wessen Geld ihr da stehlt? Wir stehlen es ja gar nicht. Auf dem 9. Platz landet der Film Triple Frontier aus dem Jahr 2019. Geldgier wird in diesem Actionspektakel von Netflix 5 ehemaligen Special Force Soldaten zum Verhängnis. Santiago Garcia trommelt seine ehemaligen Kumpels Tom Davis, Ironhead Miller, Catfish Morales und Ben zusammen, um einen südamerikanischen Drogenboss um ganze 75 Millionen Dollar zu erleichtern. Nach der Armee waren sie alle mäßig erfolgreich. Mit ihren Skills wollen sie sich nun den wohlverdienten Ruhestand sichern. Doch als die Kumpels viel mehr Geld vorfinden als erwartet, packt sie die Gier. Sie weichen vom Plan ab, was aber vielleicht keine so gute Idee war. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie von einem so puren Stolz erfüllt, wie nach Abschluss einer Mission mit euch. Ein wahrer Klassiker landet auf dem 8. Platz, nämlich der Film 300 aus dem Jahr 2006. Mit dieser Verfilmung der gleichnamigen Graphic Novel von Frank Miller hat Regisseur Zack Snyder nach seinem Spielfilmdebüt Dawn of the Dead im Jahr 2006 einen damals wie heute visuell beeindruckenden Action-Kultfilm abgeliefert. Die Geschichte ist klassisch, der Plot banal. König Leonidas zieht mit 300 seiner besten Krieger aus Sparta nach Norden, um am Thermopylenpass den Ansturm der weit überlegenen Perser aufzuhalten. Bluthorst, meinem Volk mit Sklaverei und Tod? Das ist Wahnsinn! Wahnsinn! Das ist Sparta! Falls dir das Video bis hierhin gefällt, würden wir uns schon jetzt über ein Like und ein Abo freuen. Vielen Dank! Unser 7. Platz geht an den Film Faster aus dem Jahr 2010. Von Rache getrieben kommt James Cullen, der nun Driver genannt wird, nach 10 Jahren aus dem Gefängnis. Nun macht er sich auf die Jagd nach den Männern, die ihn ins Gefängnis und seinen Bruder in den Sarg gebracht haben. Doch nachdem er den ersten Mann auf seiner Todesliste erledigt hat, wird er selbst zum Gejagten. Detektiv Cicero und ihr heruntergekommener Partner Slade Humphreys ermitteln im Mordfall und folgen seiner Spur. Außerdem wurde ein namenloser Killer auf Driver ausgesetzt. Kann ich Ihnen helfen? Sir! Unser 6. Platz ist The Old Guard aus dem Jahr 2020. Noch ein Netflix-Actionfilm, bei dem Superkräfte im Spiel sind. The Old Guard, eine unsterbliche Söldnertruppe, kämpft unter der Führung der Kriegerin Andromache seit Jahrhunderten dafür, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Doch unsterblich heißt nicht unbesiegbar. Als der Wissenschaftler Copley Andy und ihr Team in eine Falle lockt, werden sie plötzlich zu den Gejagten. Gerade zu diesem ungünstigen Zeitpunkt taucht erstmals seit 200 Jahren eine neue Unsterbliche auf. Nun muss Andy die neue, die US-Soldatin Nile, in Afghanistan einsammeln und beschützen, während eine Privatarmee auf sie Jagd macht. Ich führe eine Gruppe von Soldaten an. Kämpfer, wie du. Mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Was meinen Sie damit?
Rang 5 unseres Rankings der besten Actionfilme auf Netflix geht an den Film Polar aus dem Jahr 2019. Blutige Netflix-Action im Stil der 80er Jahre. Duncan Whistler ist einer der besten Auftragskiller und als Black Kaiser in der Branche berüchtigt. Die Killerorganisation Damokles, für die er seit Jahren arbeitet, zahlt jedem Killer, der das 50. Lebensjahr erreicht, 8 Millionen Dollar aus. Damit will sich der menschenscheue Profikiller in einem kleinen Blockhaus in Montana zur Ruhe setzen. Doch der Chef der Organisation braucht das Geld und setzt sich daher kurzerhand eine Truppe von jungen Killern auf den Black Kaiser an. Der sieht das an sich recht professionell. Erst als die Nachwuchskiller die unschuldige Nachbarin, mit der er sich gerade angefreundet hatte, in die Sache hineinziehen, sieht Whistler rot. Knapp das Treppchen der besten Actionfilme auf Netflix verpasst, hat es der Film Project Power aus dem Jahr 2020. Netflix-Action mit Jamie Foxx und Joseph Gordon-Levitt. Auf den Straßen von New Orleans macht eine geheimnisvolle neue Pille von sich reden, die angeblich Superkräfte verleihen soll, die bei jedem aber anders ausfallen. Der Haken ist allerdings, dass man es erst weiß, wenn man sie genommen hat. Während einige also unverwundbar werden, sich unsichtbar machen können oder extrem stark werden, zeigt sich bei anderem mitunter eine tödliche Wirkung. Der Polizist Frank arbeitet mit der jungen Dealerin Robin zusammen, um an die Hintermänner heranzukommen. Doch dann taucht plötzlich der kompromisslose Ex-Soldat Art auf und schnappt sich Robin. Er hat auch die Hintermänner im Visier, geht die Sache aber ein wenig direkter und blutiger an. Die Bronzemedaille geht an Lockout aus dem Jahr 2012. Im Jahr 2079 werden Schwerverbrecher in einem Gefängnissatelliten im Erdorbit in Dauertiefschlaf versetzt. Während einer Inspektion durch Amy Wellnock, der Tochter des US-Präsidenten, bricht eine Revolte aus. Die Insassen werden aufgeweckt und übernehmen den Satelliten. Der ehemalige CIA-Agent Marion Snow wird eingeschleust, um die Präsidententochter zu retten. Der Plot ist nicht neu, aber der Humor und die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern machen den Film zum perfekten Actionspaß. Der zweitbeste Actionfilm auf Netflix ist The Equalizer aus dem Jahr 2014. Der Baumarktmitarbeiter Robert McCall kann nicht gut schlafen. Nachts sitzt er oft in einem Diner und liest. Dabei freundet er sich mit der jungen Prostituierten Terry an, die eigentlich Alina heißt. Als sie von ihrem russischen Zuhälter krankenhausreif geschlagen wird, versucht er höflich, die junge Frau mit 9.800 Dollar seinem gesamten Ersparten freizukaufen. Der Zuhälter lehnt ab, was aber ein schwerer Fehler war, denn McCall war in seinem früheren Leben ein CIA-Spezialagent. Der beste Actionfilm auf Netflix ist unserer Sicht nach der Film Dredd aus dem Jahr 2012. Dredd fackelt nicht lange, bis es mit knallharter Action losgeht. Und der Plot ist so geradlinig, wie es in einem Actionfilm sein soll. Ma, Drogendealerin und Bandenchefin, residiert in der obersten Etage des Hochhauskomplexes Peach Trees. Judge Dredd, Scharfrichter in der dystopischen Großstadt Mega City One, will sie verhaften. Ma ist not amused und hetzt sämtliche Bewohner des Hochhauses auf die Cops. Dredd und seine junge Rekrutin Cassandra müssen sich Stockwerk für Stockwerk nach oben kämpfen. Was ist euer Lieblings-Actionfilm? Schreibt's uns gerne in die Kommentare. Das war's auch wieder mit dem heutigen Video. Eure Jungs von Tägliches Wissen.